Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir werden uns heute mal das jüngste Interview von Brad Garlinghouse anschauen. Der hatte mal wieder bei Bloomberg gesprochen und sehr interessante Fragen beantwortet. Unter anderem wird da zum Beispiel gefragt, ob er Settlement-Gespräche, also Einigungsgespräche hinter verschlossenen Türen mit der SEC führt. Außerdem sprechen wir über den gestrigen Schock. Das Sunshine Act Meeting wurde gecancelt. Auch darüber werden wir kurz sprechen. Und heute am Freitag sind irgendwie zahlreiche Server ausgefallen. Zahlreiche Internetplattformen waren nicht mehr erreichbar oder nur noch bedingt. Auch dazu werden wir ein, zwei Sätze verlieren. Und los geht's nach dem Intro. Ja, Freunde, ihr habt sicherlich mitbekommen, kann man ja gar nicht drum herum kommen momentan. Alle reden über diesen Ausfall, Serverausfall oder eventuell einen Cyberangriff. Ja, so weit wollen einige noch nicht gehen. Nancy Faeser zum Beispiel sagt, keine Hinweise auf Cyberangriff. Allerdings muss man fairerweise sagen, ist es, glaube ich, ein bisschen zu früh, um jetzt schon ernsthaft urteilen zu können. Es ist jetzt 13 Uhr. Das Ganze hat, glaube ich, in der Nacht das erste Mal stattgefunden und hat sich dann über den Vormittag, Mittag bei uns gezogen. Mal abwarten, wie es in den USA jetzt weiterläuft. Ich habe schon gehört, dass einige Autoproduzenten zum Beispiel die Bänder abstellen mussten, andere Plattformen gar nicht mehr erreichbar sind und natürlich ein riesengroßer Schaden entsteht. Gleichzeitig hört man aber auch, dass es bei vielen Betrieben schon wieder weitergeht und es sich nur um einen kurzen Ausfall handelt. Was da die Ursache ist, wisst ihr vielleicht schon mehr als ich jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es wird ja sicherlich im Laufe des Tages noch einiges an News kommen. Es gibt bei allen möglichen großen Portalen hier draußen zahlreiche Ausfälle, eben auch hier bei uns in der Region. Also alles, was ihr hier seht, sind so Dinge, die die Deutschen vor allem nutzen. Und da sehen wir, dass zum Beispiel auch sowas wie DHL bei uns in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Das sind so Dinge, über die man gar nicht nachdenkt. Wenn auf einmal irgendwie das Internet komplett ausfällt, ist natürlich auch der Logistikbereich stark getroffen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich dann erstmal keine Paketchen mehr geben, die alle bestellen. Das soll nur das kleinste Problem sein, aber daran sieht man mal, wie weit sich sowas erstreckt. Ja, also wie weit wirklich, wenn so ein Serverausfall im großen Stil auf der Welt stattfindet, was das für kranke Auswirkungen haben kann. Aber daran sieht man einfach auch mal wieder, wie krass wir alle abhängig sind vom Internet mittlerweile. X läuft auf jeden Fall weiter. Elon macht sich schon ein bisschen witzig mit der Community. Schauen wir mal, wie sich das Thema im Laufe des Tages noch weiterentwickelt. Ja, das war gestern auf jeden Fall mal krass. Closed Meeting, also das Meeting wurde gecancelt, aus was für Gründen auch immer. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist momentan ja generell sehr viel los auf der Welt und vielleicht mag es zig andere Gründe geben, warum das Ding ausgefallen ist, aber einer der Gründe, was viele glauben, ist, dass man eventuell doch, obwohl man sich mit Ripple treffen wollte, so ja das Gerücht, vielleicht doch auf einmal dieses Zusammentreffen abgesagt hat und das ist jetzt auch der Grund, warum die Leute so ein Stück weit ernüchtert sind. Aufgrund der Aussage dieses BitTrue Ambassadors, also dieser Botschafter von BitTrue, der hatte ja gesagt, er hätte Insider-Informationen, dass an diesem 18. Juli Ripple eingeladen wäre und sie gemeinsam ein Einigungsgespräch führen beziehungsweise eine Einigung vorbereitet wird. Scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein und das Ganze wird auch gleich nochmal Brad Garlinghouse aus dem Interview bestätigen, gewisserweise, aber dazu gleich. Zunächst einmal noch eine kurze News, die um Ripple gerade momentan die Runde macht und zwar Ripple CEO stellt Aktienrückkaufplan vor. Brad Garlinghouse hat rausgehauen, dass er im Wert von 1,4 Milliarden Dollar Ripple-Aktien zurückkaufen möchte. Jetzt fragt ihr euch, was redest du da? Es gibt da noch gar keine Aktien. Habt ihr recht? Aber es gibt bereits die Möglichkeit für Mitarbeiter oder frühe Investoren, Anteile zu sichern. Und diese Anteile möchten sie sich jetzt wieder zurückkaufen. Das heißt, sie versuchen eben mit ihren Mitarbeitern und mit Investoren sich zusammenzusetzen und Lösungen zu finden, wie man das am besten abwickeln kann. Natürlich kostet das ein Schweinegeld, wie wir hier sehen. 1,4 Milliarden Dollar ist eine Menge Geld, auch für Ripple. Auf der anderen Seite ist dieser Schritt enorm wichtig. Zum einen natürlich wahrscheinlich, weil sie ihre Aktienanteile wiederhaben wollen, um beim Börsengang eben mehr Gewicht in der eigenen Hand zu haben. Aber auch die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens werden damit signalisiert. Darüber hinaus zeigt Ripples Entscheidung den Rückkauf trotz der rechtlichen Herausforderungen fortzusetzen, seine Widerstandsfähigkeit. Außerdem sagte er, dass der Aktienrückkaufplan eine neue Entwicklung sei, die zuvor nicht öffentlich bekannt gegeben worden sei. Im gleichen Atemzug wird aber auch nochmal betont, dass er keine konkreten, unmittelbaren Pläne hätte für einen Börsengang. Es wurde ja schon viel gemunkelt, dass der eventuell außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden wird. Ich denke aber mal, in jedem Fall muss zuerst einmal vor dem amerikanischen Gericht jetzt eine Klarheit her und ein IPO wird mit Sicherheit früher oder später folgen. So, das Interview geht 7 Minuten. Natürlich werden wir nicht das Ganze anschauen. Ich werde immer zusammenfassen, was er gefragt wurde, beziehungsweise was er antwortet und nur die wichtigsten Stellen für euch abspielen. Es ging vor allem auch um politische Akteure. Momentan ist ja so eine gewisse Wende, die wir feststellen mit Trump, der sehr pro Krypto ist, und Biden, der sich eher zumindest die letzten Jahre nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert hat, was das betrifft. Und darauf zielt die Frage gerade ab. I think the primary thing that has happened is, you know, 5 years ago, I was out publicly saying that there wasn't clarity in the rules and the rules of the road. And 5 years later, after Ripple was sued by the United States SEC,
we still don't have clarity in those rules of the road. Okay, also als erstes wird er gefragt, hast du eine Nachricht an die Demokraten, an die Republikaner? Er sagt ja, ganz klar, wir als Ripple oder generell, wir versuchen eben uns im Crypto-Space, genau wie viele andere, an Richtlinien zu halten. Wir wollen Regeln. Wir versuchen schon seit Ewigkeiten vernünftige Regeln oder ein Regel-Framework, also einen Rahmen, einen Regelrahmen zu finden. Und es ist bislang einfach nicht passiert. Er wird doch gefragt, was die Demokraten in Form von Biden falsch gemacht hätten in den letzten Jahren. Er sagt, offensichtlich ist auf jeden Fall, dass wir vor 5 Jahren um Klarheit gebeten haben und bis heute diese Klarheit nicht da ist. Stattdessen gibt es ein Tauziehen zwischen der CFTC und der SEC, die die ganze Zeit nur versuchen, wer hat jetzt die meisten Kontrolle über den Kryptosektor. Momentan versucht die SEC fast alles als digitales Wertpapier abzustempeln und somit dann eben selbst zu behandeln. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass neue Gesetzesentwürfe erlassen wurden, die das Ganze eben verändern sollen. Und er stichelt auch nochmal ein bisschen gegen Gary und sagt, Gary ist eigentlich nur am Kämpfen, er hat einen Krieg ausgelöst, als da ernsthaft zu versuchen, irgendwie eine Lösung für alle Parteien zu finden. But we talk about an administration that actually seems that now have pulled back. Maybe they got the message. But what conversations are you having with them about the structure of regulations, how they may morph and how they may change going forward? Der Reporter fragt jetzt nochmal, okay, jetzt haben wir verstanden, dass du gewisse Punkte kritisierst, aber was genau tust du denn konkret? Also wie genau gehst du vor, um mit diesen Vorschriftsmachern eben irgendwie auf einen Nenner zu kommen? I was actually in Washington DC last Wednesday as part of a crypto roundtable hosted by Rep Khanna, but attended by Senator Gillibrand as well as Anita Dunn from the White House. Also auch sehr interessante Antwort von Brad. Zunächst einmal geht er nicht so richtig auf die Frage ein. Er sagt einfach, ja, wir sitzen halt regelmäßig mit Leuten zusammen und man versucht halt gemeinsam immer mehr Lösungsansätze zu finden. Gleichzeitig führt Ripple ja seit mittlerweile vielen Jahren den Kampf gegen die SEC vor Gericht. Hat auch schon 150 Millionen Dollar ausgegeben mittlerweile für Anwälte. Und er sagt, der Entscheid, der ziemlich genau heute seinen Jahrestag feiert, ist eben ein sehr wichtiger für die gesamte Industrie, denn dort wurde XRP als nicht Wertpapier eingestuft. Und dementsprechend gibt es in Bezug auf diesen Coin also Gewissheit. Der Reporter stichelt nochmal nach und sagt, ja, aber wenn wir mal ganz genau sind, gibt es ja doch noch weiter irgendwie im Fall bezüglich der institutionellen Investoren. Brad sagt, ja, das stimmt. Allerdings geht es hier nicht nur um XRP, sondern es geht darum, dass die Investment Contracts, also die Verträge, die wir mit denen geschlossen haben, dass diese Verträge Wertpapiere sind. Und darum geht es noch. Es geht zu keinem Zeitpunkt mehr um XRP. What it said actually is that just like if you package up real estate or you package up even pork bellies, if you put those into an investment contract, the investment contract is a security. Gotcha. But okay. the ruling was very clear that no matter what, XRP in and of itself is not a security. Is that actually like a material risk that China would surpass the US in terms of its crypto innovation? Interessante Frage von der Reporterin. Sie sagt, ja, Trump ist ja nur deshalb so pro Krypto, weil er sagt, hey, wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Chinesen die Oberhand behalten. Wir wollen, dass Krypto und auch Bitcoin eben in Amerika groß werden und die anderen Länder uns nichts wegnehmen. Denkst du, dass das der einzige wichtige Grund ist oder wie siehst du das Ganze? Well, I can't speak to China specifically, but what we are seeing is whether it's the UK, Japan, Singapore, I mean, even the European Union, more than 24 countries have come together to create a framework to provide crypto regulation. They call it MiCA. And what's frustrating as a US company and someone who grew up here in the Midwest, it's frustrating that we as a country can't get that rules, the framework in place. And instead, we have this interminable litigation coming from the SEC that really isn't solving the problem. Also, er sagt, zu der Thematik um China kann er jetzt nicht viel sagen. Er möchte ehrlich gesagt eher darauf eingehen, dass er eben als Ripple versucht, ein Framework zu schaffen. Gleichzeitig aber auch viele andere Länder, er nennt als Beispiel UK, Singapur oder auch die Europäische Union, die mit der MiCA-Verordnung auch zusammengekommen ist und irgendeinen regulatorischen Rahmen schaffen möchte. Er sagt, dass das eigentlich das Problem ist, dass überall auf der Welt, nicht nur in China, überall auf der Welt die Länder irgendwelche Zusammenkünfte finden und ganz vernünftig sachlich mit der Thematik umgehen, während es hier eher so eine kriegerische Auseinandersetzung ist. Er geht, wie gesagt, auf seinen Rechtsfall ein, auf die hohen Kosten, die er schon seit Jahren zahlt, um eben etwas für Ripple, aber eben auch für die Industrie zu leisten. Wie gesagt, also wenn ich das so zwischen den Zeilen lesen kann, hast du eigentlich was gegen Gensler, oder? Jetzt sind wir mal gespannt. Well, certainly Gary Gensler, in my judgment, has been at war with crypto. That is for certain. But it's also, I think, a tone from the overall Biden administration. We as a country have benefited immensely from being the heart and center of the internet. The internet really grew up here in part because we had clear regulatory dynamics in the United States passed in the late 90s.
Also, ihr habt es gehört, Gary führt einen Krieg gegen Krypto, betont er hier nochmal. Also es ist ihm scheinbar sehr wichtig, dass diese Verbildlichung in alle Köpfe gerät. Gleichzeitig sagt er, schaut euch mal Amerika an, wir sind das Herzstück des Internets, das Herzstück der ganzen Technologien, die daraus entstanden sind. Und es hat einfach unglaublich viel aus unserem Land gemacht. Und gegen diese neue Technologie, wo wir wieder die Möglichkeit haben, Vorreiter zu sein, wird einfach nur gegen angekämpft und es wird eher gegeneinander gewirkt als miteinander. Er spricht auch nochmal über die neu ernannten Vizepräsidenten, diesen Vance. Er und auch viele andere in seinem Umfeld eher positiv auf das Krypto-Thema zu sprechen sind. Übrigens habe ich noch gelesen, dass dieser Vance sogar selber sehr hohe Bestände an Bitcoin hält. Also ich glaube, man merkt ganz generell, dass dieses Lager um Trump, auch wenn es vielleicht nur Wahlkampf ist, ja, dass sie auf jeden Fall doch das Krypto-Thema sehr ernst nehmen, sehr häufig darüber sprechen und damit mittlerweile auch 50 Millionen US-Bürger erreichen, denn es gibt 50 Millionen Krypto-Hodler in Amerika, auch wenn viele von denen vielleicht nur mal aus Spaß ein Meme-Coin gekauft haben, aber es ist ein Thema und die greifen es auf und ich glaube, das ist das, was Brett hier suggerieren möchte. Er möchte sagen, dass das genau der richtige Weg ist. Er wird hier nochmal darauf angesprochen, dass man jetzt ja nicht die ganze Schuld nur dem Weißen Haus geben kann, denn es gibt ja auch zahlreiche andere Gremien, die sich doch sehr schwierig tun mit dem Krypto-Thema. Agree wholeheartedly with that. I think that, look, what we are seeing and what we are seeking is clear rules of the road. The vast majority of people I know in the crypto industry are good actors who want to follow the rules. We've been asking for clear rules. And I think in, as Alex described earlier, in Chair Gensler, instead of saying, let's codify that, let's sit down, they keep hiring more lawyers to bring more lawsuits. Also, ich gebe dir hundertprozentig recht. Es gibt ja eben noch andere Gremien, die ebenfalls vielleicht nicht ganz so wohl gesonnen sind oder noch nicht bereit sind für das Thema. Aber die SEC macht halt, setzt so einen drauf. Denn für jeden neuen Punkt, den die Kryptoindustrie hervorbringt, holt die SEC einfach nur einen neuen weiteren Anwalt, der versucht, die denn fertig zu machen. Und diese Auseinandersetzung, die da passiert, ist einfach komplett kontraproduktiv. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, Brad freut sich, glaube ich, schon darauf, wenn es einen Regierungswechsel gibt in den USA. Die Republikaner sind mit dem ganzen Thema Krypto doch deutlich wohlgesonnener, als es die Demokraten momentan tun. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, ob es hier nur Wahlversprechen sind oder ob wirklich Krypto den Superboost bekommt, sobald Trump und Co. wieder am Ruder sitzen. Aber die letzte und wohl spannendste Geschichte kommt jetzt und die geben wir uns mal in voller Länge. Wir haben nur about 30 seconds left, Brad, but I am curious here about your relationship with the SEC. Are you in settlement talks at all with the agency right now? Bist du in Gespräch mit der SEC aktuell bezüglich einer Einigung? was sage ich jetzt? You know, I can't comment on that specifically. Suffice it to say that the ruling has been clear from the judge. There's one final piece, as you referenced, about these investment contracts that are sold to institutions. We expect resolution very soon, but can't predict exactly when the judge will rule there. Also, wir erwarten auf jeden Fall eine sehr zeitnahe Einigung, die Richterin treffen wird oder der Richter treffen wird. Und ja, es gibt eben nur noch diesen einen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, Reporter, das mit dem Investment Contracts, ja, das steht eben noch aus. Und wir erwarten auf jeden Fall eine sehr zeitnahe Lösung. Aber er betont eben auch, er ist gespannt auf das Urteil der Richterin. Also meiner Meinung nach höre ich da zwischen den Zeilen heraus, dass es eben keine Einigung geben wird, sondern dass man tatsächlich aufs endgültige finale Urteil wartet, dass die Richterin raushaut. Und demnach bleibe ich bei meiner Meinung. Ich glaube, es war ein ganz normales Sunshine Act Meeting, das eventuell aus was für Gründen auch immer abgesagt wurde, die vielleicht gar nichts mit Ripple zu tun haben. Vielleicht irre ich mich auch. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Wie stehst du zu dieser ganzen Thematik? Glaubst du, dass dieses Meeting nachgeholt wird? Glaubst du an eine Einigung? Oder denkst du, es wird knallhart bis zum Ende durchgezogen, bis die Richterin ein Urteil fällt? Und bist du auch davon betroffen? Vielleicht bei dir auf der Arbeit? Gab es dort bei euch Serverabstürze oder sonst was? Schreibt es mir gerne unten rein. Ich glaube, während ich das hier gerade aufnehme, sollte sich alles schon wieder beruhigt haben. Aber wer weiß, der Tag ist noch lang. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Am Sonntag gibt es keinen gewöhnlichen Wochenreport, sondern am Sonntag haben wir Vollmond. Ihr dürft gespannt sein. Da machen wir einen richtig schönen Livestream am Sonntag. Da machen wir unser bewährtes Hangout. Ich freue mich schon auf euch. Wir starten am Abend, ich denke mal so gegen 20 Uhr. Da werde ich natürlich auch alle News, die sonst im Wochenreport sind, für euch parat haben. Wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Genießt die Zeit, startet genial ins Wochenende. Bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao.